Ja, herzlich willkommen zu der Auslosung des Filmwettbewerbs, den wir ins Leben gerufen haben. Diese Auslosung kommt ein bisschen zu spät. Wir haben das ja für letzte Woche Freitag versprochen. Was wir nicht einberechnet haben, ist, dass wir alle in unsere Heimat gefahren sind und da schöne Tage hatten an den Feiertagen. Aber ich habe tatsächlich jeden einzelnen Film, der eingereicht wurde, gesehen und ich bin wirklich hellauf begeistert. Ich bin unfassbar begeistert davon, wie viel Kreativität und auch wie viel teilweise auch technisches Know-how in diese Filme geflossen ist. Wirklich ganz, ganz großen Dank dafür. Respekt. Wir hätten niemals gedacht, dass das so gut laufen könnte. Wir werden heute den dritten Platz verkünden. Morgen kommt der zweite Platz und übermorgen kommt dann der erste Platz. Und ich habe gleich eine Überraschung. Es wird nicht nur die Obi-Wan Kenobi-Figur zu gewinnen geben, von der ich gesprochen habe. Das war ein bisschen zu wenig. Ich fand, bei so krassen Filmen ist das wirklich zu wenig. Wir haben tatsächlich Amazon Giftcards für die Gewinner. Der erste Platz bekommt 150 Euro, der zweite Platz 100 Euro und der dritte Platz 50 Euro. Das haben wir für euch locker machen können. Und ich hoffe, dass das für euch ein kleiner Anreiz ist, vielleicht nochmal bei sowas mitzumachen. Wir haben wirklich sehr viel Spaß gehabt bei dem Film. Bevor ich jetzt die ersten drei Plätze verkünde, möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel, dass alle Remakes, die wir bekommen haben, immer zwei, also es waren zwei Möglichkeiten, die eingeliefert wurden. Es waren entweder tatsächlich Remakes, in denen bestimmte Elemente abgeändert worden sind, die aber im Großen und Ganzen eine sehr ähnliche Struktur hatten. Oder es war das genaue Gegenteil, eine komplette Parodie mit sehr schrägem Humor. Und wir haben beide natürlich gleichwertend behandelt. Was auch aufgefallen ist, dass alle irgendwas Interessantes mit dem Karton und dem Inhalt gemacht haben, also mit dem tatsächlichen Paket. Und oft wurde auch unser Kurzfilm, also Stahlfabrik, wurde in irgendeiner Weise in den Kurzfilm eingebaut. Darüber wurde geredet oder es wurde irgendwie reingeschnitten oder sowas. Was auch jeder oder so gut wie jeder Kurzfilm hatte, war diese rote Montage, dieses kurze Schnittmassaker. Und ja, ich wollte auch noch in diesem Video erwähnen, was Harkmoor eigentlich heißt, warum es Harkmoor ist. Harkmoor ist ein Anagramm von Gomorra. Aber ja, so viel dazu. Ja, Jungs, soll ich, also erstmal, ihr findet alle Videos, alle Filme findet ihr in der Playlist zu unserem Kurzfilmwettbewerb. Die ersten drei werden, sobald wir den Gewinner verkündet haben, werden die ersten drei ganz öffentlich gepostet. Die anderen sind nicht gelistet, damit wir eure Abo-Box nicht zuspammen, aber ihr findet einfach alle Videos, alle Filme, alle Informationen in der Infobox. Ich glaube, ungefähr 20 waren es tatsächlich. Da möchte ich einfach alle mal kurz benennen. Soll ich das machen? Kurz durchgehen? Ist nett, ne? Da hätten wir Burgruine, einen sehr schrägen Film. Wir haben die Stahlfabrik, der sehr sympathische Jungs hatte. Wir hatten Eggers und Lenny, einen Film mit super süßen Puppen, der wunderschön aussah. Wir hatten Fabrice C. Steele, ein sehr artsy Film, also der sehr künstlerisch war. Dann hatten wir einen Film namens Puppenfabrik, der auch mit einer super geilen Puppe gedreht wurde und so aussah, als wäre tatsächlich in einem Geisterdorf gedreht worden. Also unsere ursprüngliche Idee, wirklich sehr geil. Dann hatten wir SF Remake, das hatte viele Running Gags von uns mit eingebaut, das war wirklich sehr toll. Dann hatten wir Stahlwald, da ist mir vor allem aufgefallen, dass der super geile Musik hatte und im Wald spielt. Dann hatten wir Stahlfabrik in Lego, das war tatsächlich einer von zwei Lego-Filmen, die wir bekommen haben. Wirklich sehr nett animiert war der. Dann hatten wir den Film Stahlfabrik von den Jungs von Junkers, die auch wirklich sehr talentierte Jungs sind, die unbedingt dranbleiben sollten. Dann haben wir Stahlfabrik von Magdalena Häuf, der auch wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Dann hatten wir Stahlfabrik, Gott, ich muss alles jetzt gerade ablesen, das ist gar nicht so einfach. Der war auch sehr witzig, der hatte auch viele Running Gags von uns drin und unter anderem, dass ich in Stahlfabrik immer die Ärmel anders habe, das fand ich herrlich. Dann hatten wir Stahlfabrik, der Film, der auch unsere Musik teilweise benutzt hat. Dann hatten wir Stahlfabrik Back in the Woods, der einen unglaublich hohen Production Value hatte. Das war wirklich total krass. Ja, der sah teilweise besser aus als unser Film. The Lego Stahlfabrik Movie oder Lego Stahlfabrik Movie, eben auch einer dieser Lego-Filme. Ich will gar nicht wissen, wie viel Aufwand da drin gesteckt haben muss. Dann haben wir Stuhlfabrik, das auch ein absolutes Highlight war von uns. Wir hatten Waldfabrik vom Kanal Bruderliebe, der stellenweise auch wahnsinnig witzig war. Und Tobis Stahlfabrik, auch ein ganz toller Film mit dem Märchenbuch, wirklich eine sehr kreative Idee. So, das haben wir jetzt mal abgehakt. Das sind quasi die Kandidaten, die Nominierten. Und heute fangen wir mit Platz 3 an. Kurze Erklärung, wir drei haben unsere ersten drei Plätze vergeben und dann habe ich halt Punkte vergeben und so haben wir uns dann auf Platz 3 geeinigt quasi. Und Platz 3 ist der Film Stuhlfabrik. Herzlichen Glückwunsch.
Moment, ich habe mir auch ein paar Notizen dazu aufgeschrieben und das ist hier. Sehr interessant ist, dass der Kerl Heckenflamingo, glaube ich, heißt und das Stranger Things Intro nachgebaut hat. Ich habe vor kurzem auch Staffel 2 noch zu Ende geguckt und deswegen hatte ich da sehr viel Spaß mit dem Intro. Stuhlfabrik ist tatsächlich einfach genau unser Humor, dieser Film. Es ist kein Geheimnis, dass wir neben all unserem Content auch gerne mal ein bisschen blöder sind und auch über wirklich Pipi-Kaka-Mistwitze lachen. Und da hat dieser Film einfach genau den richtigen Grad erwischt. Und ja, waren einfach sehr viele lustige Ideen und eine ganz tolle Pointe. Und wir fanden den wirklich ganz, ganz großartig. Und der Film wurde auch tatsächlich im Landschaftspark Duisburg-Nord gedreht, da, wo wir auch unseren Film gedreht haben. Und ja, den kriegt ihr jetzt zu sehen. Viel Spaß damit. Film ab. Willkommen zu einem neuen Special hier auf die Filmfabrik. Am 24. August 2017 startet das Conjuring Spin-off Annabelle 2 in den deutschen Kinos und ich persönlich bin sehr gespannt darauf, ob der Horrorfilm die deutschen Zuschasser in irgendeinem... Zuschasser. Was ein Vollidiot. Was ist ein Zuschasser? Na, nochmal neu, Jonas. Mom! Ja, aber ich bin nicht Jonas. Oh, sorry. Mom! Also nochmal neu. Herzlich willkommen... Hey!
wie gesagt, morgen werden Platz 2 und übermorgen Platz 1 verkündet. Ihr könnt jetzt in die Infobox gucken, da findet ihr alle Filme nochmal in einer Playlist. Und das sind alle Filme, also auch Platz 2 und Platz 1, damit keiner jetzt sich erdenken kann, was Platz 2 und Platz 1 wird. Aber ihr könnt jetzt gerne uns mal in die Kommentare schreiben, was eurer Meinung nach denn Platz 2 und Platz 1 werden sollte. Wir haben uns da schon entschieden. Und ihr solltet uns außerdem auf unseren Social Media Accounts abonnieren. Ich hoffe, ihr fandet jetzt Stuhlfabrik auch witzig, denn wir fanden den tatsächlich sehr witzig. Natürlich gibt es da ein, zwei Dinge, die man bemängeln kann, aber bei unserem Film konnte man auch eine Milliarde Dinge bemängeln und deswegen wirklich ganz, ganz toller Film, ganz großes Lob. Ihr bekommt 50 Euro Amazon Gift Card, viel Spaß damit und ja, ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, zum Beispiel morgen bei der Verkündung von Platz 2. Bis dann.